So, eine Wortmeldung hatten wir noch. Der Michael wollte noch was sagen, denn der hat das, was eben erzählt wurde, auch schon live erlebt, live erleben müssen. Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, meisten haben es hier mitgekriegt, meine Frau kommt aus Ukraine. Ich hatte meine Verlobte, die habe ich besucht und musste es selber live erleben, was in Ukraine passiert. Die erste Woche, wo ich da war, war gut. Aber nach den Wahlen, naja, 3-4 Mal runter im Keller, wer möchte das schon? Wer möchte das schon? Keiner. Ich hab's erlebt, als Braunschweiger. Ich liebe die Frau, die muss viel durchmachen. Sie hat ein Kind von der ersten Ehe. Und heute, jetzt ist sie im Krim, heute hat meine Frau mir gesagt, dass ihr Sohn Albträume hat, das, was sie da erlebt hat. Und ich selber habe es auch erlebt, die letzten Wochen, wo ich da war. Ich muss sagen, ist ein bisschen schlecht. Ich sag mal so, wer hat schon Krisengebiete erlebt, wer war vor Ort bei den Krisengebieten? Waren Sie vor Ort? Waren Sie vor Ort? Sie? Keiner. Oder fast keiner hier. Ich sag's mal hier, keiner. Ich war da. Ich habe in Ukraine das alles erlebt und damals in Jugoslawien den Krieg erlebt hat, meine erste Frau, die war Albanerin und ich bin auch da hochgefahren, weil ich die Frau liebte und selbst das habe ich mit ihr erlebt. Tja, ich selber war auch mal Blauhelm und ich war damals in Afrika. Aber um sowas selbst mitzumachen, als Bürger oder wenn man so eine Frau liebt, die aus diesem Ort kommt oder aus diesem Land kommt, ne, dieses selber miterleben. Viele haben zu mir gesagt, nur Familie, die waren besorgt um mich. Klar, wer ist das nicht? Und deswegen, was die Dame vorhin auch sagte, sag ich mal, die hat recht, überall wird gekämpft. Und ich meine, wir Bürger oder auch die im Ausland, die Bürger, die nichts dazu können, die nichts dazu können, die müssen leiden, die müssen Opfer geben. Denkt da irgendeiner mal dran? Nein, denkt nämlich keiner dran. Darum, wie gesagt, das ist mein letztes Wort jetzt. Ich bin Braunschweiger, ich war in Ukraine, ich habe das alles miterlebt. Ich weiß, wie es da oben wirklich schlimm ist. Die Kinder leiden da. Wo ich zurückkam, ich muss noch sagen, wer ist 3 Tage später zurückgefahren, wer ist daraus gar nicht mehr gekommen, weil dann wäre alles dicht. Da wäre ich jetzt heute noch in Ostukraine, heute noch. Weil Kinder wurden da evakuiert. Ich habe es live erlebt. 20 Busse. Nur mit, voll mit Kindern, voll mit Kindern. Vorne Polizei, Durchsage, Vorsicht, Kinderbus und Evakuierung. Nur die Kinder wurden evakuiert. Ja. Eltern waren da gar nicht bei. Selbst die Kindergärten dort, muss ich sagen. Nix. Und ich muss auch sagen, wo ich da war und zum Schluss, wo ich nach Hause wieder gekehrt bin, Deutschland, wo wir hier Frieden haben, noch, muss ich sagen, 3 Tage später wäre ich da gar nicht mehr rausgekommen. Und wo wir losgefahren sind, da wurde von der Polizei sogar eine Durchsage gemacht. Alle Ausländer haben sich den Montag da zu versammeln wegen Evakuierung. Selbst die Ausländer wurden evakuiert. Selbst die Ausländer müssten da raus. Ob Deutsch, Afrikaner, Franzosen oder sonst wie. Aber mir egal. Aber was mir da leid tut, sind die Kinder, sind die Mütter, sind selbst die Väter.
Die haben drüben groß gar nichts. Arbeiten, okay, sag ich mal, haben sie drüben gar nicht. Aber diese Zusammenhalt, selbst die Väter sind dort geblieben. Die haben nur zu ihren Frauen gesagt, die Frauen, die sie lieben. Schatz, pass auf, nimm die Kinder und geh weg. Fahr weg, fahr nach Mutti, fahr nach Park oder fahr sonst wohin. Aber hier, nein. Aber wie ich ja vorhin schon sagte, ich habe es selbst hautnah miterlebt. Die letzten zwei Wochen war es schlimm. Die Geschosse flogen nur über unsere Köpfe. Ich wusste noch den einen Abend, ich war schön am DVD gucken, Fernsehen konnten wir ja nicht gucken. Warum nicht? Ja, kein Empfang. Einfach kein Empfang. Die DVD. Meine Verlobte in einem Zimmer hat ihr Kind beruhigt. Plötzlich kam die Mutter rein, meine zukünftige Schwiegermutter, und hat Stress gemacht. Wir sollten unsere Klamotten anziehen. Wir sollten im Keller gehen. Der Keller war aber nicht im Haus. Nein, wir mussten erstmal aus dem Haus raus, weil in Ukraine ist es so, in der Ukraine, die Keller sind nicht direkt, wie wir es kennen, im Haus, sondern die sind ein bisschen weiter entfernt. Wer einen Garten hat, da haben sie den Keller als Bunker ausgebaut. Es waren nur zwei Betten drin. Zwei Betten mit fünf Personen. Mit mir. Mit fünf Personen, zwei Betten. Da oben sage ich erst sowas. Diejenigen, die es nicht miterlebt haben, können froh sein, dass sie sowas nicht miterleben müssen. Aber diejenigen, die sowas miterleben mussten, da brennt es noch, mir tut es auch weh im Moment. Weil, wie gesagt, meine zukünftigen Schwiegereltern haben da ein Haus, wo Ost-Ukraine wohl ist, die Bidenschek, Kramatorsk, ne? Die haben da das Haus. Mein Schwiegervater sieht ganz schön mitgenommen aus. Ganz schön mitgenommen aus. Er ist krank. Er hat mit dem Herzen. Aber die hat einen großen Garten gehabt. Immer gepflegt, bis zum Schluss. Aber wir mussten, wie meine Verlobte, so wie ich, meine Schwiegereltern überreden, aus dem Gebiet raus zu gehen, damit sie überleben. Und sie sind gegangen. Ich bin heute noch, meine Verlobte ist in Krim, gut, gehörte damals zur Ukraine, jetzt ist es Russland, aber sie ist in Sicherheit, so wie ihre die Eltern, so wie meine Schwiegereltern, aber die Schwiegereltern möchten zurück. Ich bin jeden Abend, jeden Morgen, jeden Abend spreche ich mit meiner Frau, ich sehe sie über dem Wegcamp. Ab und zu kommen mal meine Schwiegereltern vor die Kamera, aber die möchten gern zurück, ich sehe es gerne, so sage ich mal, aber deswegen, ich wünsche aber sowas keinen. Keinen wünsche ich das. Es kann sich keiner vorstellen, der in so einem Krisengebiet war. Wer in so einem Krisengebiet war, der erlebt das mit eigenen Augen. Der sieht das mit eigenen Augen. Und darum ist nicht nur in der Ukraine, auch in Syrien oben. Also überall, wo Krieg ist, sag ich mal, es ist traurig. Aber die können nichts dafür. Aber wir Bürger dürfen nicht darunter leiden. Wir, so wie meine Verlobte, so wie mit die Eltern, ne? Meine Schwiegereltern, und die leiden sehr, meine Schwiegereltern, selbst, wie ich vorhin auch schon sagte, von meiner Verlobte, das Kleine leidet sehr runter, weil gestern war irgendwie so eine Feier, wo sie jetzt sind, es sind Raketen geflogen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was mit dem Kleinen war. Der Kleine, der ist unterm Bett gegangen, die hat es mir gezeigt, über den Weg. Der hatte Angst, der sagt nur,
Mama, Mama, ich habe Angst. Mama, Mama, ich habe Angst. Ihm steckt das auch noch im Blut. Noch, obwohl er jetzt in Sicherheit ist. Aber trotzdem, es steckt ihm noch im Blut. Wer sowas miterlebt und sowas mit sieht und das alles. Und deswegen, also will ich jetzt auch ein bisschen Schluss machen und macht euch alle mal einen Kopf darüber. Alle. Und wie ich auch gehört habe, der Herr dahinter, der möchte irgendwie einen Stammtisch machen. Kein Problem. Weil ich kann Fotos mit, also ich bringe Fotos mit von meinem Dias, wenn sie nichts dagegen haben. Alles klar. Gut, dann mache ich jetzt mal Schluss.